Schockumfrage von den Landtagswahlen im Osten für die etablierten Parteien. Jeder Zweite im Osten findet eine AfD-Regierung nicht schlimm. Erstmal damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Bald ist es soweit, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird gewählt. Es wird die Abrechnung mit der etablierten Politik, vor allem mit der Bundespolitik. Es wird zu einer Abrechnung von Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner werden. Die Ampel ist im Osten kaum noch messbar in den Umfragen. Die Demoskopen, sie suchen sie immer nur noch mit der Lupe. Und jetzt gibt es natürlich noch zu den hohen Umfragewerten der AfD dazu Umfragen, wie die Leute denn eine AfD-Regierung oder Regierungsbeteiligung beurteilen würden. Und hier gibt es ganz, ganz krasse Zahlen. Ein Schlag ins Gesicht aller etablierten Parteien sozusagen. Über 40% der Sachsen, der Thüringer und der Brandenburger sehen eine AfD-Regierung oder Regierungsbeteiligung positiv oder sogar sehr positiv. Und die Neinsager, ja, die sind nur bei 46-50%. 10% ungefähr sind unentschieden. Das zeigt vor allem eines: die Gruppe derer, die eine AfD-Regierung positiv beurteilen und tolerieren würden, ist größer als die Wählerschaft der AfD. Wer hätte das nur gedacht? Und sie haben auch noch weiter gefragt, und zwar, was oder welcher Partei die Bürger hier die Antworten auf die Zukunftsfragen zutrauen. Und hier gibt es auch wieder Klatschen für die etablierte Politik. Ich weiß gar nicht, wie viel man dabei klatschen kann. Aber hier, wir gehen nach Sachsen. Ja? In Sachsen sehen für die Zukunftsfragen gewappnet die Leute mit 29% die AfD, mit 23% die CDU. Und dann kommt mit 7% die SPD, mit 5% die Grünen und mit 1% die FDP. Das Ganze, weil es so schön war, klatschen wir doch mal in Thüringen auf den Tisch. Und zwar 35% schreiben hier der AfD zu, die besten Antworten auf die Zukunftsfragen zu haben. 18% der CDU, die Linken kommen hier immerhin noch auf 11%. Aber die Grüne, wo sind sie? Sie haben nur 5%, die SPD 4% und die FDP 1%. Und weil wir noch nicht fertig waren, klatschen wir sie nochmal in Brandenburg. 33% der Brandenburger sagen, die AfD hat die besten Antworten auf unsere Zukunftsfragen. Danach folgt die CDU mit 17%. Die SPD hat hier noch stolze 14%. Das muss der Amtsbonus von Herrn Woidke sein. Die Grünen folgen mit 6%. Die FDP hat wieder nur 1%. Mehr Klatschen kann man kaum noch verteilen, aber sie brauchen auch die Wahlergebnisse, um dann wieder wochenlang rumzuhangeln und zu argumentieren, dass diese Wahlen im Osten kein Beleg dafür sind, dass die Regierung die Mehrheit in diesem Lande verloren hat. Dabei wissen wir, dass die Mehrheit für Neuwahlen ist. Niemand will dich mehr haben, Olaf. Go home! Niemand will sie mehr haben. Jeder Zweite, sogar mehr als jeder Zweite in diesem Land, wünscht sich Neuwahlen, und zwar vorgezogene Neuwahlen. Dann können sie ihr Täschchen packen, ihr Köfferchen packen, ihr Schminktäschchen nehmen und sich wieder selbst die Visage machen, Frau Baerbock. Sie wissen, was ich meine. Dann müssen Sie wieder morgens selbst in den Spiegel schauen. Wird wahrscheinlich schwer, denn Sie sagen ja selbst über sich, Sie sehen ohne Make-up aus wie eine Totengräberin. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass da am Ende vielleicht was dran ist. Die Ampelparteien, sie können quasi einpacken im Osten und werden uns dann dennoch verkaufen wollen, dass sie den Regierungsauftrag für die Bundesrepublik weiterhin innehaben werden. Und wahlentscheidend ist am Ende weiterhin die innere Sicherheit und die Migration, auch wenn die Leute das teilweise nicht mehr hören wollen. Für die Sachsen hat die innere Sicherheit 62% Gewicht bei der Wahl, für die Thüringer 56% und für die Brandenburger 57%. Danach folgen dann Migration, Wirtschaft und Arbeitsplätze und dann schon weiter abgeschlagen erst die Bildung, Gesundheit, Mobilität, Wohnen und Bauen. Das heißt, die Leute, sie fühlen sich unsicher,
Sie sind auch unsicher, wenn wir uns die Statistik anschauen. Wir haben immer mehr Opfer von Straftaten in diesem Land. Ja, es wächst auch die Bevölkerung, aber das steht in keinem Verhältnis zueinander. Diese Klatschen, die müssen wir hier verteilen im Osten, und zwar gleich dreimal. Ja, wollen Sie es hier wirklich einfach so von den Wählern gezeigt bekommen? Sie machen absolut gar nichts, um dem entgegenzuwirken. Ich hatte ja noch die Illusion, muss ich sagen, dass Herr Olaf Scholz zumindest ein Flugzeug nach Afghanistan schicken wird. Einfach als symbolische Geste, als Zeichen dafür, dass Worten auch Taten folgen können. Aber bei Olaf Scholz, da wissen wir, da ist Hopfen und Malz schon lange verloren. Er soll einfach gehen, bitte, bitte. Er soll es uns einfach ersparen, sich weiter zum Lachaffen der Welt zu machen. Olaf Scholz, derjenige mit dem Geiseldeal mit Russland, der sich dahingehend wohl hat erpressen lassen, was die Taurus angeht und so weiter und so fort. Wenn man das Ganze jetzt mal rekonstruiert, ja, wissen wir auch nicht, ob der SINA-Laptop, der mal abhanden gekommen ist, aus dem Verhandlungsteam von Olaf Scholz abhanden gekommen ist. Wir wissen auch nicht sonstige Details, ja, da wurde im Geheimen verhandelt und immer wieder wurden Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt. Wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann wissen wir auch warum. Nicht, weil die Waffen so weitreichend sind für nach Russland rein, sondern weil man dann Angst gehabt hätte, dass Russland den in Arbeit befindlichen Deal aufkündigt. Und damit hat Olaf Scholz alle angelogen, wirklich alle angelogen, und er soll einfach aufhören. Er soll uns ersparen, weiter zu meinen, er ist der Kanzler dieser Republik, der eine realistische Chance hat, wiedergewählt zu werden. Bevor Olaf Scholz Bundeskanzler wird, werde ich Bundespräsident, bin ich mir sicher. Olaf, du hast fertig. Nada, niente, null, nix, gar nichts. Geh einfach wieder nach Potsdam mit deiner Frau und genieße deinen Ruhestand auf teuer Steuerzahlergeld. Aber verschone uns weiter vor diesem Nichtführen in der Bundesrepublik. Wir hatten noch nie einen so schlechten Kanzler wie dich, Olaf. Es wird Zeit zu gehen. Time to say goodbye to you. Ich sage, abonniert den Kanal. Wir sagen noch nicht tschüss. Die Regierung ist nämlich noch lange nicht erledigt. Denn das ist unser Problem in diesem Lande. Niemand will sie mehr haben. Die Mehrheit ist schon lange davongezogen. Sie wollen es inzwischen anders haben, die Bürger. Und die Politik, sie macht einfach stur, stur weiter. Das wird Klatschen geben, nicht nur jetzt im Osten, das wird Klatschen geben bei der nächsten Bundestagswahl, dass manche davon sich nie wieder erholen werden und vermutlich dann das letzte Mal ein Mandat im Deutschen Bundestag hatten. Und da fällt mir ganz spontan die FDP ein. Die FDP wird Geschichte sein, sie werden nicht nur einmal rausfliegen, sie wird es danach nicht mehr geben, bin ich mir sicher. Die freien Liberalen, wie sie sich nennen, sie sind völlig am Ende. Wer einen Kriegswahlkampf für Europa geführt hat, eine linke Regierung stützt mit ihren sozialistischen Traumschlössern, um sich dann hinzustellen und bei 40 Milliarden Neuverschuldung noch zu sagen, das ist schon alles hier wirtschaftlich vernünftig, was wir tun. Herr Lindner, völlige Katastrophe. Und ja, es gibt hier schon Leute, die fragen, wann das T-Shirt kommt. Völliger Wahnsinn. Aber ich weiß gar nicht, wie viele von euch würden sich ein T-Shirt mit völligem Wahnsinn darauf kaufen. Die Frage ist, wen drucken wir mit auf das T-Shirt? Gebt mir mal ein paar Vorschläge unter dieses Video. Ansonsten abonniert den Kanal und ich sage ciao, bis bald.